Kommst du her? Wir waren heute schon fleißig. Wir haben heute schon mal unser ganzes Deck geschrubbt. Hier seht ihr noch, dass unser Ding in der Luft hängt, weil wir natürlich überall gründlich geputzt haben. Und jetzt sind wir da dran, oder wir wollen, wie ihr seht, hier haben wir eine Leine, die führt eigentlich zu unserer Mastratsche, die im Moment leider fehlt, weil unser Segel demontiert ist und unsere Mastratsche gerade im Service ist. Und da wäre eine Endlosleine drinnen. Und wir haben jetzt eine neue Leine gekauft, weil wir keine richtige hatten, um sie zu spleißen. Beziehungsweise ich habe probiert, mit der alten Leine zu spleißen. Ja, aber das geht mit nicht. So einer hier. Und ich war eine Stunde dran und habe es einfach nicht hinkriegt, weil das Zeug so starr wird. Und jetzt hat der Rigger zu mir gesagt, in Millionen Jahren kriegst du das mit einer alten Leine nicht hin. Also, ja. Man muss eine neue verwenden. Und jetzt haben wir uns halt die neue geholt. Nützt ja nichts. Die richtige das mal. Genau. Und jetzt starten wir nochmal. Unser Spleißbuch, weil wir ja natürlich das noch nie gemacht haben. Und jetzt legt der Lukas da mal los. Also ich muss jetzt hier die verschiedenen Markierungspunkte einzeichnen, damit wir nachher die ganzen Schritte schön durchführen können. Das heißt einmal Punkt, das ist Punkt minus 2, Punkt minus 1, Punkt 0, dann kommt Punkt plus 1, Punkt plus 2, ja. Und Punkt 0 gehen wir wieder 30 cm weiter. Zum Punkt 1. Und von Punkt 1 geht es 40 cm zu Punkt 2. Jetzt muss ich bei Punkt 1, das wäre folgender, minus 1, 0, 1, das Seil scharf knicken und den Kern rausziehen. Dazu nehme ich jetzt den Pusher, hole mir den kompletten Kern raus. Gut, jetzt haben wir das hier, das gleiche beim anderen, minus 1, 0, 1, scharf knicken, ups, scharf knicken, den Mantel etwas zur Seite schieben und raus mit dem Teil. Damit die Enden nicht weiter aufgehen, klebe ich die mit einem Tape ab in der Zwischenzeit. Nun schaut das Ganze so aus. Mantel und Kern getrennt. Jetzt mache ich mir eine Hilfsmarkierung. Ich markiere den Kern, wo Punkt 1 war, damit wir das auch am Kern immer noch wissen. Hier kann ich sogar die Zahl dazu schreiben. Und jetzt muss ich von dem Punkt den Mantel nach hinten schieben und wieder um 7 cm, also 3 Viertel Längen in dem Fall, nochmal eine Markierung machen. Das wäre dann der Punkt 2 am Kern. Punkt 2 zu Punkt 1 haben wir die 30 cm und jetzt muss ich von Punkt 1 eine Hilfsmarkierung 4x Seillochmesser, das wäre bei einem 12 mm Seil, wären das 48 mm plus minus in die Richtung, also gegen Seilende, eine Hilfsmarkierung machen. So. Minus 2, minus 1, 0. Wir gehen hier rein. Das ist jetzt ein wenig ein Gemurkse, sage ich mal.
den Mantel wirklich aufschieben, nach hinten rausschieben. Bis Punkt 2. Bei Punkt 2 kommt ihr raus. Scheiße. So. Das geht wieder rein. Jetzt kommt der andere Mantel. Immer schön ausstreifen, den Mantel und alles, damit ihr gut vorwärts kommt. Also das Allerwichtigste, Leute, habt die richtige Leine, sonst könnt ihr das vergessen. Wir haben jetzt wirklich schon zweimal mit der falschen Leine probiert, bis wir das gemerkt hatten. Der Mantel sieht anders aus, das Äußere vom Mantel. Es ist eigentlich in den Büchern relativ gut beschrieben, auch die Bilder in den Büchern der Seile sind eigentlich recht gut beschrieben, aber naja, man muss halt, sag ich mal, doch intelligent genug sein, um zu schauen. Okay. So, Kern wieder reinziehen. Schön wieder ausstreifen das Ganze. Sieht das Ganze so aus. Die Enden sind verknüpft. Also die Mäntel hängen zusammen und die Enden fehlen noch. So, jetzt geht's weiter. Aha, Salisa. Oh, sorry. Okay, ich übergebe das an Andrea. Oh, das schaut cool aus. Da steht Lei Abor, einfache Stiche. Also nicht viel, nur minimal. Ja. Im Nähen ist die Andrea dann doch besser. Gut, jetzt übernehme ich wieder. Ich bin das ist ein bisschen eng. Na, jetzt schaut das hier so aus. Das ist das Ende, wo beide, also der Nullpunkt an beiden Seilenden. Der ist jetzt vernäht. Kern und Kern. So weit wie möglich rausziehen. Und genauso Mantel. Hier nach außen dünner werden, innen der volle Umfang und nach außen werden es immer weniger. Und dann kann man das Ganze wieder reinstreifen auf allen Seiten und das war's dann eigentlich schon. So, jetzt habe ich dir etwas ausgejüngt oder verjüngt. Die Mantelenden verschwinden. Man hat einen kleinen Fehler drin, man muss die Kernenden vorher etwas abschneiden. Bei Punkt 1 müssen die abgeschnitten werden und bis Punkt 2 geöffnet werden. Und dann kann man das Ganze wieder einstreichen. Oh, hi. Okay, genau. Endlos Spleiß ist fertig. Man sieht noch meine Markierungen. Hier sieht man sonst nichts mehr. Das Einzige, was man sieht, ist die Nahtstelle hier. So, ich habe ein großes Problem. Ich habe gerade mein iPhone versenkt. Oh mein Gott. Es ist mir hier aus der Tasche gefallen. Und natürlich bin ich genau hier gestanden und es fällt dusch, dusch, blapp und da unten hin. So ne Scheiße, ehrlich, das kann nur mir passieren.
Aber wir schauen mal, Lukas geht erstmal im Hafenbecken tauchen. Für mich. Aber ich brauche eine Lampe. Meine Hoffnung ist aber immer noch, nein, es besteht eigentlich keine Hoffnung. Ich glaube nicht, dass das iPhone noch funktioniert. Jetzt ist es schon. Schaut appetitlich aus da. 7 Minuten im Wasser? Ja, eigentlich scheiße. Aber ja, was soll man mehr? Ich könnte heulen. Was man nicht alles mitmacht mit den Frauen. Hey, nein, mir ist so leid. Ich hab's ja nicht extra passieren gemacht. Ich würde doch nie mein Handy ins Wasser schmeißen. Ja, doch, du würdest. Na. Na, es kann ja passieren. Na, ich kann das lernen. Oh na, du Armo. Oh, Schatzi, hab ich ganz fest lieb. Erstmal akklimatisieren. Ja, aber es ist ganz hoch. Oh nein. Okay, jetzt muss ich mich stellen. Keine Ahnung. Den Reis einlegen. Mann, wie schaffst du das? Oh mein Gott. Aber nein, nein, nein. Oh, ich war gerade hier auf Bord mit 10. Und der Schwimmer geht, glaube ich, hier hin. Ne? Ah, schade. Nun ja. Wir schauen mal. Es hat nur funktioniert, als Lukas es rausgeholt hat. Und jetzt lassen wir es mal. Also ich habe es ausgeschaltet. Und jetzt hoffentlich macht der Reis seine Arbeit bis morgen. Und dann schauen wir weiter. Die Stunde der Wahrheit. Ich bin nicht da. Also, nach dem Baden im Meer und dem Abspülen mit Süßwasser schauen wir mal, ob es überlebt hat. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das Reisstaubreste sind. I don't know. Ich übergebe es mal kurz meinem Schatz. Can I have it back? Danke. Tief einatmen. Einmal streicheln. Und wir hoffen mal, es funktioniert. Okay, vielleicht muss ich einfach länger drauf bleiben. Dass es im Meer in 4 Meter oder 4,5 Meter Tiefe schwimmen war, funktioniert nicht. I'm happy. Ciao!